Hey, yo, Freunde, was geht ab? Wir sind auf dem Weg zur Bushaltestelle, Bruder. Nachdem gestern Abend die Horror Night ein kleines bisschen eskaliert ist und ich hier die Narbe des Jahrtausends bekomme, weil ich so übers Bett geschreddert bin. The gang is to my left. Da sind die zwei. Vorne ist unser Couple. Der momentane Plan ist es, nach Herzschonis zu fahren, da zu der Beach zu gehen und dann dort auf einheimischen Besuch zu treffen. Diesen einheimischen Besuch dann mit deutscher Überredungskunst in unser Haus zu locken und dann zu knechten. Warte, was? Zu knechten? Zu knechten. Was knechten. Daddy. Hey, moin, Meister. Hey, mal, kriegst du ein Autogramm? Ja, Mann. Für wen? Für Antonio. Ey, yo, danke, Mann. Danke, Trettmann, Digga. Wir sehen uns, Trettmann. Hau rein, Digga. Trettmann. Das ist kein Musikgeschmack. Geht jetzt auf Kitschkrieg FM für mein neues Album. Schmeckt der Kaffee? Digga, der Typ sieht aber voll aus wie du, also. Digga, das ist einfach Luca Grüne, Digga. Was ein Faker, Junge. Ist deine Einschätzung zu der momentanen Lage? Noch kritisch. Also minderjährig, was sagst du dazu? Ne? Ich bin auch 16, hä? Also, Amigos, wir waren gerade im Wasser, nachdem hier nicht nur die übelsten Megawellen waren. Wurden laut bei uns auch hier von der Qualle gestoppt. Zeig mal her, wo ist es? Was ich da muss ich sagen? Ja. Brennt mich. Das tut sehr weh. Ey. Laura. Ja, Christoph, versperr mir die Sicht. Danke dir, Digga. Hi! Was ist los? Wenn man Lachgas zum ersten Mal in seinem Leben nimmt, Digga. Von 1 bis 10, wie bist du? Digga. Okay, Freunde, neuester Stand der Dinge. Christo, Maria und everybody else hat uns schon wieder verlassen. Ich bin ja wieder mit Sophie alleine. Und wir geben uns schon wieder die letzte Mischung. Ich glaube, wir haben uns 3 Mal die Buchflaschen oder so geholt. Wir haben für morgen auf jeden Fall die Deutschen eingeladen, die wir vorhin getroffen haben. Willst du irgendwas sagen? Ich will sagen, dass... Nein, keine Ahnung. Vlog auf dem neuesten Stand. Sophia und ich fahren jetzt doch nach Hause. Wir fahren mit dem Taxi gerade nach Hause. Eigentlich wollten wir noch ein bisschen länger da bleiben, aber irgendwie ist nichts draus geworden. Und ja, das war's eigentlich. Wir sehen uns dann morgen, denke ich mal. Adios. Tschüss. Könnt ihr bitte ein bisschen leiser sein? Wir sollen leiser sein, als ob wir leiser werden. Pff, was denken wir, die Bissen? Wenn die das wollen, dann sind wir das. Die möchten schlafen. Ist okay, Nico. Soll ich dir was sagen? Das zerstört dein Ego. Konstantina wollte lieber Luca. Laura, ahora hace un os... Okay, ich sag auf Deutsch. Laura macht uns jetzt einen Toast. Was? Ich bin drunk as fuck. Ey, Laura, ist für unser Essen gerade weg? Ich mach euch das auseinander. Ah, du kaufst das vor, das ist gut, ja. Ah. Halt! Weißt du auch. Laura. Oh. Trink ein bisschen Wasser. Boah, Laura, ich liebe dich. Ich hab's ja schon mal gesagt. Ich nehme alles böse zurück, was ich jemals gesagt habe. 2 seconds later. Boah, Laura, du bist unser Ratio. Ratio, fütter uns, das ist deine Aufgabe. Boah, ist das trocken. Du wolltest Tessa laden, ich wollte Jan. Oh mein Gott. Nein. Ich habe heute Russisch gelernt. Nicht Russisch. Wie heißt es? Holländisch. Doch festhalten. Dass ich auch Konstantina will. Okay, gute Nacht. Warte, du musst so machen. Pschiu, Freunde, willkommen zum... Dann. So wie InScope. Ja. So, Freunde, wir sind hier gerade... Hast du Pschiu gemacht? Ja. Warte. Wir sind hier gerade bei uns in der Villa. Ich filme euch mal hier Nico und Sophie. Nico hat einen Mental Breakdown, weil er seinen ersten Kobe kassiert hat gegenüber von Luca. Luca, ich hoffe, du hast einen Albtraum. Ich hab den beiden gerade Toast gemacht, die sind echt drunk. Boah, Laura, ja, aber Alter. Laura ist einfach eine Laura Ehrenfrau. Laura ist CEO of Höflichkeit. Ich hab die ganze Zeit so gemacht, wirklich. Ich hab dem Poolwasser zu trinken gegeben, in so einer Flasche. Ja, wir trinken doch Poolwasser. Nein, Sophia, geh weg, wenn du kotzen musst. Sophia, kotzt nicht auf mich, bitte. Ich bin dein bester Freund. Guck mal, wie schwarz sie sind. Das ist einfach Rachel Füße. Let's go, Rachel. Mach die Füße sauber. Fingers Laura leuchten. So krass. Fingers Laura leuchten.
Ali Bidjetti, ihr Wichser. Luca, was sagst du dazu, dass Konstantina dich will und nicht mich? Digga, das ergibt keinen Sinn. Wenn ich das logisch durch... Digga, Luca war schon wieder scheißen. Warum steht Konstantina auf Typen, die nur scheißen gehen? Ich geh auch 10 Mal am Tag scheißen. Ey, an einem Punkt muss ich dir zustimmen. Du bist breiter, der Rest war gelogen. Komm her, Digga, ich komm, zähl dir mit 20 Sekunden. War das Johanna oder Laura? Ey, Luca, ich kündige uns voll, hier mit offiziell. Ja, hast du... Gönn mir doch einfach. Digga, was für Gönn? Du hast Konstantina, du doch auch einen Nuttenbock. Du bist CEO auf Auge machen. Digga, sei mal froh, dass ich... Nico, ich bin nicht gleich um. Ja, mach, ich bin eh schon dead in Zeit. Ey, Laura, kommst du nach oben? Digga, du dummer Luttenbock, wie viel Chias willst du noch? Oh mein Gott, das ist eine riesige Mücke. Mach das Licht auf, bevor die zu mir kommt. Ich weiß, man hört mich wahrscheinlich sehr schlecht. Und man sieht mich absolut nicht, weil es todesdunkel. Ich wollte nur kurz erzählen, dass wir uns jetzt alle schlafend gelegt haben. Pissing with the view. Also Freunde, ich halte den Vlog auf dem neuesten Stand. Achtung, verdeck deine Klöten. Wir sind hier mit Luca. Luca ist tatsächlich ein krasser Motherfucker. Besser kann ich es einfach nicht beschreiben. Wir waren ja gestern Abend mit diesen zwei Mädchen draußen und seitdem ist Luca die größte Grinsebacke des Universums und hat jetzt auch noch ein... Wie hässlich der grinst, Digga. Und Luca hat sich jetzt auch ein Einzeltreffen mit diesem speziellen Individuum geklärt und ist seitdem am Überlegen, was er machen soll. Und was hast du schon für Ideen? Ja, Digga, ich weiß es ja nicht, deswegen habe ich dich doch dabei. Ich weiß. Das Tüfteln geht weiter, Freunde. Ich bin nicht der Meister. Bruder, ich jung, I'm a virgin, Digga. Ich weiß keine nicht, Ahnung. Was ich machen soll. So läuft das, wenn man Leute für Party sucht. Stark, der Johann, ganz stark. Alles für die Chayas. Also Freunde, ich bin hier mit. Wen haben wir hier? Moin, Alex, hi. Der Plan ist es jetzt in den Pool zu springen. Wir müssen alle zum Tanzen bringen, ne? Das ist dir klar. Das kriegen wir hin. Pegel von 1 bis 10? Ich würde sagen eine 7,5. Also okay. Ich kann noch einiges auch brauchen. Du kannst noch einiges da. Hast du noch was dabei? Ja, das ist halt scheiße, dann ist scheiße gelaufen, ne? Pegel von 1 bis 10? Eine 4. Eine 4? Was? Der Junge ist außer Kontrolle. Wir waren eben bei einer 10, das heißt, jetzt müsste eigentlich höher sein, ne? Wir waren eben bei einer 9. Ist 9 genug, um in den Pool zu springen? Wo müssen wir sein? Bei einer 11? Bei einer 30? Hast du jetzt ein Bild von mir oder was? Hey, was machst du denn eigentlich? Hey, stopp! Hallo! Hi! Hast du eine schöne Kamera dabei? Ah? Wir haben hier... Oh, shit! Wie ist dein Pegel von 1 bis 10, Priyana? Zero. Zero. Auch 0, auch 0, auch 0. Was ist da? 6. Warum spricht der Englisch mit mir? Jan, wie sieht's bei dir aus? Was denn? Pegel von 1 bis 10. 11, Alter. Und bei dir? Aber wir haben uns schon 7,5, aber es ist auf eine 9 gestiegen. 1 bis 10, wie drunk bist du gerade dran? 0, lecker, 10, 12, 30. Bei dir ist auf jeden Fall bis E10, ich brauch dich gar nicht fragen. 16, 8. Wir haben einen Kugelflügel von mittlerweile 8. 8 von 0 bis 10. Ja. Da bist du keine 8. Let's go! Ja, ich bin Perf, motherfucking OG, OG Bauer auf dem Fresse. I am Herbert the Pervert. Ja, ich geh jetzt baden kurz. Ey, hast du meine Bettina hey, genommen? Hey, wow. Lass mich ankommen, ich erkläre alles. Alter, bin ich hässlich. Blendend. Wer hat das Wasser geholt? Christos. Halt die Fresse, Christos hingegangen? Ja. Er hat zwei mitgenommen. Er meinte zu sich selber so, ey, Papa kennt keinen Schmerz, Papa kennt keinen Schmerz. Ich habe auf einmal das Wasser gesehen und ich so, Wasser! Du echt da. Hast du gesehen, was ich reingeschickt habe? Nee, anderer Fuß. Hast du gesehen, was ich reingeschickt habe? Was hab ich reingeschickt, Leute? Ey, ich bin so schlau, wenn ich betrunken bin. Es gibt nichts Schlaueres, als wenn ich betrunken bin. Ich hab mein Handy direkt oben versteckt, Alter. Was hast du gesagt, Nico? Was hast du fast genommen, Nico? Was hast du da an deiner Lippe? Ey, du hast ja ein bisschen... Halt die Fresse. Ja, natürlich. Ich bin sogar auf die Knie gegangen. Ich weiß um genau welche Uhrzeit, an welchem Ort das war. 65. Breitengrad, ganz links von dem Pool. Ich wollte nur noch mal betonen,
dass du ein so krasser Motherfucker bist. Wie kann man um die Uhrzeit anfangen hier zu putzen und dann noch Wasser holen? Ich habe so ein Auge aufgemacht beim Schlafen und ich sehe so Wasser und ich so, ist das eine Oase? Warum ist da auf einmal Wasser? Freunde, wir machen kurzen Ausflug ins griechische Sägewerk. Was geht? Willkommen. Wir gehen gleich raus. Und danach gehen wir was essen. Und danach gehen wir was trinken. Jo, ich warte hier. Gleich bügeln, ihr wisst Bescheid. Muss wohl gut aussehen. Hier so. Yeah. Wir sehen uns später beim Essen. Also Freunde, wir haben es so gut wie fast aus dem Haus geschafft. El Patron heute auch wirklich wieder in seinen besten Zügen unterwegs. Luca zu meiner Linken, hinter uns gerade Fotoshooting. Wir haben gerade das Thumbnail gemacht, gehen jetzt gleich in die Stadt entspannt essen. Wir haben schon gesagt, Sophia ist heute unser heller Stern am Himmel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später. Ha? Und da unser heller Stern, ja. Adios, Freunde. Psch. Friends, wir haben es wieder mit der La Familia in die City geschafft. Wir sind hier in einem Restaurant. Das ist die erste Grillplatte des Abends. Heute auf El Patrons Nacken. Schmeckt. Schon wieder. Anyways, sind wir jetzt wieder zu Hause angekommen und haben die beste Idee des Jahrtausends gehabt. Wir bringen Palm Beach nach Hause. Ernst. Wir schütten jetzt hier Alkohol noch gleich rein. Jetzt kommt Malibu dazu. Yes, Produkt ist fertig gestellt, mein Friends. Let's go. Okay, 3, 2. Hey, geh mal weiter nach hinten. Hallo. Oh, okay. Los. So, jetzt habe ich alles drauf. Und jetzt. Maria ist durch, oder? Der hat nicht gezählt. Ich kann das nicht schlucken, wenn das mal gut ist. 3, 2, 1, go! Ja. Haben wir noch was? Also Freunde, es ist offiziell, mein Schlafrhythmus ist am Arsch. Es ist 15 Uhr, ich bin jetzt erst aufgewacht. Maria ist heute weggegangen, wir haben uns gestern Abend schon von der verabschiedet. Deutsch, mein Deutsch ist seit 2-3 Tagen übrigens absolut, wie so ein Smartphone so ein System-Update kriegt, bräuchte ich so ein Deutsch-Update. wir haben einen Tanga gefunden, der... wir hier waren ja, als wir ein bisschen hier... Als wir ein bisschen... Was ich sagen wollte, als wir hier ein bisschen gefeiert haben, hat ein Mädchen hier einen Tanga verloren. Ja, den haben wir jetzt wieder gefunden. By the way, das habe ich voll vergessen, Luca lebt ja auch noch. Der ist mit Coco Constantina gerade unterwegs. Da bin ich ja mal gespannt, was der Junge da so heute auf die Beine gestellt hat. Also sehr geehrtes Kamerateam, ich melde mich erneut mit guten News. Eigentlich wollte ich was Helles anziehen. Ja, dann ist Hustensaft auf meine ganze scheiß Klamotten getroffen. Alle voll die Emos, nur Laura nicht. Emos? Ja, ich wollte was Helles anziehen, aber dann ist Hustensaft drauf gekommen. Der Plan ist es, dass wir nach Heraklio gehen. Und dann Luca bei seinem Date ein bisschen Spaß. Wir gehen dann da essen und danach Kante geben, auch wenn ich immer noch Restinteresse habe. Perfekt. Erzählt mal, was ist eure Idee? Digga, wir bleiben bis zum 20. hier. Das ist keine Idee, das ist wir eine Feststellung. Wir buchen unsere Flüge jetzt um. Johanna, du wirkst aber nicht so sicher. Ja, die hat ein bisschen Eierflattern, aber das ist gar kein Problem. Ja. Die jetzt einfach um. Die hat Angst, dass wir nicht ankommen würden. Ja. Um 7:03 Uhr. Nein. Warum? Gar keinen Bock mehr auf Greta. Ich will ab auf die nächste Ende. Chill mal, ich bin ja nicht so wie ihr Geringverdiener erst seit 10 Tagen hier. Also Freunde, letzter Tag in der Villa. Deutsch absolut am Arsch. Stimme absolut am Arsch. Kopf ist am Arsch, ja. Yeah. Da drüben sind schon unsere Formel 1 Fahrer. Das erste, was ich gehört habe, ist, wie Johanna den Motor abgewürgt hat. Wir haben das alles unter Kontrolle. Bestens. Krass. Yeah.
hat Ihnen das Kortfahren gefallen? Sehr. War 10 von 10. Alles klar. Und hatten Sie Todesangst hinten bei mir drauf? Ah, sorry, okay. Alles klar, danke dir, Digga. Einfach kurz die Seite weg, weil ihr einfach nicht mehr da wart. Ja, ja, mit angezogener Handbremse vorhin ist nicht so schlau zu fahren. Was? Ja, ich war mit Papa. Ja. Die Welle ist es. Kameramann ist down. Kameramann lebt wieder. Hallo, meine lieben Freunde, wir springen hier zusammen. Durch die Weltgeschichte. Durch die Weltgeschichte. So, die Wellen sind der reizende Wahnsinn. Es kommt Gabriela ist eine Brille verloren. Gabriela ist eine Brille verloren. Gabriel, Nico. Okay, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Gabriel ist ein bisschen sauer darüber, aber ich behaupte ja immer noch, dass ich Gabriels Brille habe, weil der sich meine gezockt hat. Ey Junge, das war auch noch meine Pöbelbrille. Das Wasser kann auch nichts dafür. Wobei eigentlich schon. Und so meine Sonnenbrille! Nein, bitte nicht! Top ist traurig, ja. Oh, das geht nicht doch. Weil ich habe meine Sonnenbrille verloren. Was sagt Johanna dazu? Wir haben alles getan, um sie zu suchen, aber... Und Monsieur hat seine wiedergefunden. Ja. Nenne ich das gerecht? Ich glaube nicht, aber... Ich glaube, das ist bestimmt auch deine und gar nicht deine. Das ist bestimmt auch noch meine. Ratio. Egal, darauf erstmal eine Partierrakete. Hier im Hintergrund einmal Vogue. Also Freunde, wir sind hier bei dem Dings, wo wir am ersten Tag mit Frisch und Luca auch schon waren. Das sind die Teller, die bestellt wurden. So Freunde, das ist mäßig das Outro von der Woche mit der Villa. Ich habe keine Ahnung, was ich alles zuletzt gefilmt habe. Aber anyways, jetzt geht's weiter für mich und Frisch und noch Santorini. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.